Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfill Plays bei einer weiteren Runde Diablo 3 in Season 10. Und ich versuche mit meinem Hexendoktorchen mal ein Portal, normales Nephalem-Portal, allerdings auf Qual 4. Und einfach mal gucken, wie weit das mal kommt. Ich bin verletzt. Es geht zu Ende. Ich wurde geheilt. Also auf jeden Fall schon stressiger, je nach Gegner, aber es ist machbar, denke ich. Dann einfach mal gucken, wie es läuft. Also ich merke es jetzt schon, es ist im Vergleich zum normalen Spiel ist das Portal gerade viel heftiger. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wo dran es liegt, ob die einfach mehr aushalten oder ob ich mich gerade blöd anstelle. Ewigen 3 Tage für ein Portal. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ja, bleib mal locker.
Das war ein würdiger So, muss gar nichts machen, nur rumstößt ist. Oh nee, nicht schon wieder da unten rumrennen. Ich mag das nicht. Diese Spinne geht mir so auf die Zacke. Attack.
Braucht mehr Zeit. Zu besiegen sein. Meine Kraft kehrt zurück. Ach Gott, ich bin ein bisschen wortkarg, aber es liegt einfach nur schwer verständlicherweise daran, dass ich hier voll auf die Mütze kriege, wenn ich mich nicht konzentriere. Aber ich diese Portale abfarmen muss, ich habe gar keine Wahl. Also der Tornado ist noch so ziemlich das beste Mittel.
Gestern wollte ich es schon immer aufnehmen. Mhm. Ich bin geheilt. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Ich muss zurückkehren. Alter Schlappen, hat das jetzt ewig lang gedauert. Liebe Leute. Das macht so keinen Spaß. Und ob wir jetzt wirklich was Brauchbares haben, wissen wir immer noch nicht. Die Geister sind mir wohlgesonnen. Schade drum. So.
Mal gerade mal kurz gucken, was war es denn? So. Juwelenrezepte, das heißt, wir müssten die normalen Abenteuerquests machen, die normalen Questaufgaben, gucken, dass wir Rezepte kriegen. Chance ist gut, Chance ist schwer. Im Vergleich zu normalen Rezepten, ich glaube, jedes zweite oder dritte Mal müssen wir probieren. Nephalem Portal, Stufe 20. Jetzt dürften wir es. Dann würde ich sagen, ein Schritt weiter sind wir. Wir haben es freigeschaltet, zumindest, dass wir die großen 20er, immerhin ein 20er, machen dürfen. Wir brauchen jetzt das 20er und die Juwelenrezepte. Dann gibt es eine Season-Belohnung. Dann ist das Set komplett und es gibt dann richtig dick Schaden. Ich kann es hier gerade mal kurz zeigen. Der Set-Bonus, wenn 6 Items getragen werden. Das heißt, wenn ich einen Mana verbrauche, in dem Fall meine Heimsuchung, aktiviere 8 Sekunden lang 2500% erhöhten Schaden von allen meinen Gefährten und Dienern. Das heißt, von den 6 Zombie-Kötern, von den 7, die ich sowieso schon immer habe, und von den bis zu 15, die ich krieg. Geil. Also der Schaden wird mit Sicherheit dermaßen enorm. Ich freue mich schon richtig. Und ich denke, dann können wir auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Qual 8, warum nicht? Ich denke, das wird hinhauen. Ohne Probleme. Der Schaden, der müsste so dermaßen hochgehen. Ich freue mich schon richtig. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.